In der Universität und in der Schule ist die Toleranz sogar offiziell Thema, aber wie gesagt, gewöhnlich wird sie immer und überall Thema, wo sich Gegensätze auftun. Das muss seinen Grund haben. Sie ist nämlich ein eigenartiges Phänomen, wenn ein Streit über irgendeine Frage abgebrochen wird zugunsten eines Streits um das anständige Streiten. Wer sich mit einem Politikprofessor über seine Auffassungen zur Politik der Republik von Hitler, von Bismarck oder sonst jemandem nicht eins ist, ihm sagt, seine Auffassung wäre verkehrt, was man schon daran sieht, wie er argumentiert. Umgekehrt wird ein Schuh daraus, will ja gerade keine Höflichkeitsübung ableisten, sondern eine Auffassung korrigieren. Wenn ihm daraufhin bedeutet wird, so ginge es nicht, so handelt es sich um ein klares Abstandnehmen von dem zunächst als beiderseitiges Interesse unterstellten Gegenstand des Streits. Toleranz wird auch Thema in den Verkehrsformen zwischen Staat und Bürger. Warten wir mal auf die Weihnachtsreden, auf die Neujahrsreden. In den letzten Jahren war es immer so, dass Kanzler und Bundespräsident einen kleinen Exkurs zur Toleranz eingeschoben haben. Manchmal so wuchtig, dass sie einfach gesagt haben, naja, Meinung kann dann jeder haben, aber dass er sie auch noch durchsetzt, das geht nicht. Da könnte ja jeder kommen. Das waren eindeutige Hinweise an alle Meinungen im Lande, die ein bisschen etwas davon verraten, dass sie nicht bloß Meinungen bleiben möchten. Soweit ist die Sache mit der Toleranz bekannt, dass es schwer auf sie ankommt. Zumindest glaubt man denen, die gern von ihr reden, die gern auf sie als Lebensform, Verkehrsform, Anstand, Höflichkeit hinweisen. Deshalb gleich vorweg ein paar Hinweise, die dem folgenden Referat als bewiesene, hoffe ich doch, zu entnehmen sein werden. Toleranz wird nicht geübt. Sie wird zwar stark befürwortet in unserer Demokratie, geübt wird sie nicht. Sie ist keine Lebensform, keine Anstandsform, keine Tugend, deren sich die Menschen befleißigen. Ledige Mütter, Ausländer können ein ganzes Lied davon singen, wie wenig es dieses ominöse Ding, diesen Wert namens Toleranz gibt und andere auch. Es handelt sich bei der Sache um einen dogmatischen Anspruch, der in der Praxis bestenfalls so etwas Ähnliches ausdrückt, wie sich nach den Regeln des Staates aufführen. Die Übernahme des handelsüblichen Vorwurfs Dogmatismus auf unserem Plakat ist einerseits ein Anstoß. Es soll sowas sein wie ein Aufreißer. Leute, schaut hin. Hier gibt es eine Position, die den Anbetern der Toleranz, auch denen, die irgendwie an sie glauben, dass es so gehen müsste, tolerant zu verkehren in der Welt, kein Kompliment verabreichen wollen. Das Gegenteil. Andererseits sieht es etwas opportunistisch aus. Ausgerechnet diesen Hammer für Denunziation schlechthin von denen zu übernehmen, die Toleranz predigen. Auch toleranzstolze Menschen handhaben ja den Totschläger Dogmate sehr frei. Deswegen diese Vorbemerkung, es ist sonst nicht unsere Art, diese abgedroschenen Denkmuster, die Gemeinplätze unserer Gegner zu wiederholen oder einfach zurückzugeben. Diese Ausnahme hat allerdings ihre Gründe. Theorie und Praxis der Toleranz haben es in sich. Ein paar leichtere Gedanken von der Toleranz im Alltag. Das Hauptdogma der Vertreter von Toleranz besagt, ganz im Sinne des Grundgesetzes und anderer solcher Machwerke, man müsse einen anderen Menschen respektieren,
Und das geschehe darin, dass man seine Meinung, auch und gerade, wenn man sie nicht teilt, achtet. Im Alltagsleben habe ich dergleichen nicht entdeckt. Bisher nicht, vielleicht kommt später nochmal. Die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, und ich bitte jeden, das mit den seinigen zu vergleichen, waren: Ja, es gibt im Umgang miteinander in unserer schönen Republik so etwas wie die Gleichgültigkeit gegen die Meinung anderer. Dann sind sie einem wurscht. Das hat aber mit Respekt vor der anderen Meinung, mit Achtung gar ihres Trägers überhaupt nichts zu tun. Es handelt sich dabei schlicht um ein Abwinken der werten Person des anderen gegenüber, vielleicht auch garniert mit einem Vogel. Vielleicht kennen sich die Leute auch gar nicht. Die zweite Variante, die mir vertraut ist, ist ein berechnender Umgang mit der Meinung anderer, die einem bekannt gemacht wird. Man ist nicht aktiv gleichgültig, indem man einfach abwinkt, sondern man merkt sich die Meinung anderer und zieht seine Schlüsse für sich daraus und pflegt aufgrund der Bekanntnahme dieser Meinung einen berechnenden Umgang mit den anderen Leuten. Man merkt sich, was das für einer ist, fängt aber auch keinen Streit mit ihm an, sondern weiß, wann man ihm theoretisch oder praktisch, also im Gespräch oder bei irgendwelchen interessierten Anliegen, aus dem Weg zu gehen hat. Auch das fällt für mich nicht in die Schachtel Respekt vor einem anderen Individuum. Weiterhin kenne ich einen Streit, der sowohl im Wirtshaus, daheim am Esstisch, im Parlament, in der Universität und sonst wo stattfindet, im Straßenverkehr ohnehin. Der Streit zeugt auch nicht gerade, die Typen dieser Streitigkeiten, von Respekt vor der anderen Meinung. Erstens kommt wieder einmal der berechnende Umgang in Frage. Zweitens der Versuch, seine eigene Meinung mit allen möglichen Mittelchen, die mit dem Inhalt der Meinung überhaupt nichts zu tun haben, durchzusetzen. In der einen Frage, der politische oder familiäre, interfamiliäre Streit im Wirtshaus, wo der eine dem anderen vorrechnet, wie missraten seine Kinder oder seine Alte geraten sind, endet nicht in der Aussage von beiden Parteien: Na ja gut, Hans, das ist deine Meinung, die andere ist meine. Die solchen Streitigkeiten pflegen anders aufzuhören. Im Straßenverkehr desgleichen. Dort schon ein gelinder Hinweis auf die Auflösung des Toleranzgedankens. Man versucht sich der Obrigkeit zu versichern durch Tricks oder durch Rechtsklärungen. Was ich sonst noch kenne, ist alles erstmal um dieses Grunddogma: Respekt vor anderen Meinungen, selbst wenn sie nicht die eigene sind. Was ich drittens kenne, ist eine Unmenge von Floskeln, die bei Unterhaltungen zwischen erwachsenen Leuten auf nichts anderes zielen als darauf, die Unerheblichkeit sowohl der eigenen wie der fremden Meinung zu beteuern. Sogar Uwe Seeler beherrscht dieses Geschäft so. Er sagt zum Beispiel: Für meine Begriffe war der Tormann heute nicht in Form, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Für meine Begriffe hat die deutsche Mannschaft heute nicht gut gespielt. Ich finde vielleicht womöglich irgendwie gewissermaßen in gewissem Sinne, wenn ich bemerken darf, aber
vorsichtshalber und so weiter. Ein ganzer Redestil ist ausgeprägt worden, der nur eines zum Inhalt hat. Nicht als jemand dastehen zu wollen, der autoritär wirkt, der zu selbstsicher auf das Durchsetzen seiner Ansichten bedacht erscheint. Eine Übung, die sich deshalb offenbar den modernen Bürgern empfiehlt, weil sie damit, und auch das tun sie ausgiebig, eine Waffe in der Hand haben wollen, um die gleiche Unerheblichkeit, die sie ihrer eigenen Meinung bescheinigen, auch jeder anderen zukommen zu lassen. Jeder, der für Toleranz agitiert oder argumentiert, sei es ein Professor, sei es ein Journalist, sei es ein ganz normaler Bürger, pflegt immer, bei sich anzufangen und beim anderen zu landen. Was am Anfang wie Bescheidenheit aussieht, es ist nur meine Meinung, sieht nach 3, 4 Sätzen der Erläuterung ganz anderes aus. Ganz anders, nämlich dann wird das Ich und das Eigen betont. Und die eigene Meinung lässt man sich, was einem gehört, ist ja nun mal so, lässt man sich bekanntlich nicht nehmen. Der Diskussionsunwille wird unterstrichen. Ich habe meine eigene Meinung. Ist schließlich eine Beteuerung, die mit dem Behaupteten, mit dem Gehalt der Meinung, mit dem Gedanken, der da ausgedrückt vertreten wird, absolut nichts zu schaffen hat, ist nur ein Hinweis darauf, dass man sich gegebenenfalls, wenn einem nicht höflich begegnet wird oder nicht eben einem gemäß, stur stellen will und die Bemerkungen eines anderen zu der eigenen Meinung gar nicht erst berücksichtigen möchte. Dass man daran am allerletzten die Notwendigkeit einer Korrektur der eigenen Meinung entdecken möchte. So wie diese bescheidene Tour anfängt, so gemein hört sie auf. Am Schluss solcher Darlegungen steht die Aufforderung an den Gesprächspartner oder an die Gesprächspartner, gefälligst doch selbst diese Bescheidenheit an den Tag zu legen. Jeder, der in seinem Leben mal agitiert hat, der mal in eine Runde reingeplatzt ist, wo es darum ging, seine Meinung zu sagen. Und dies, sei es vom Inhalt her, da komme ich später noch drauf, sei es von der bloßen Form her, vom Zierat der Höflichkeit, der heutzutage gefordert ist her, verkehrt gemacht hat, nach dem Gusto der anderen, wird merken, welche Feindseligkeit ihm entgegenschlägt. Das Gebot, sich selber bei dem, was man sagt, zu relativieren, ist immer die Kehrseite der Bescheidenheit, die Leute an den Tag legen, die sagen, Toleranz gehört sich und es ist bloß meine Meinung. Gleich dazu etwas. Man kann den Gegensatz auch so ausdrücken. Man kann entweder sagen, es ist meine eigene Meinung, und die lasse ich mir nicht nehmen, die Übertragung des Eigentums in die Welt des Denkens und des Gedankenaustausches. Oder man kann sagen, es ist bloß meine Meinung, dann hat man beteuert, dass man mit dieser seiner Meinung garantiert nichts anstellen will, niemand auf den Pelz rücken will. Beide Attribute, die nichts mit dem Inhalt eines vertretenen Gedankens zu schaffen haben, auf den Gegenüber angewandt, werden zu Waffen, die heutzutage für unschlagbar gelten. Zu einem anderen gesagt, dies ist natürlich bloß deine Meinung und das bloß unterstrichen, als sieht sich der Mann kritisiert, ohne ein Wort der Kritik. Jetzt wird ihm zu Last gelegt, dass es schließlich höchstens er ist, der so einen Gedanken denkt und ausspricht, und er solle sich mal umschauen, wer noch
dieser Meinung ist. Bloß deine Meinung betont, das bloß in das Eigentum hineingenommen, wird's noch bunter. Es ist ein Angriff und kein Respekt vor der Person und dem, was sie sagt und denkt. Es ist ein unbegründeter Angriff und sowas nennt sich korrekterweise Dogma. Man kann ja schließlich auch die Meinung eines Gegenüber, wenn man keinen Gefallen daran findet, mit Argumenten zersägen. Man kann ja schließlich sagen, weißt du, was du eigentlich hier behauptest? Wo hast du das her? Woraus hast du deine Tour erschlossen, dass die Sache so zu beurteilen? Weißt du eigentlich, dass wer so redet, ganz gut auch das vertreten kann, wenn man es logisch beweisen kann? Ist doch eine Tour, sich auseinanderzusetzen. Nein, heute ist beliebter die Tour, vom sachlichen Streit Abstand zu nehmen und auf die Methode des Streitens, auf die Techniken des Verkehrs Rekurs zu nehmen, um sich erst gar nicht auseinandersetzen zu müssen. Diese Sachen, die ich jetzt alle sehr höflich ausgedrückt haben wollte, sollten wirklich nur erinnern daran, wie Toleranz, wie das Hin und Her von Meinungen im ganz gewöhnlichen Alltag, in einem Gespräch in der U-Bahn, im Wirtshaus oder sonst wo, wie sie dort abläuft, also nicht existiert. Was da existiert, ist höchstens die Anwendung eines Dogmas auf das Gespräch selber, auf die streitenden Parteien durch sie selbst. Aber mit Respekt vor einem anderen Individuum, das immerhin eine Gedanken ausdrückt, und es könnte ja ihn auch für sich behalten. Es müsste ihn ja nicht unbedingt zu Gehör bringen. Es könnte ja auf sein Mundwerk Verzicht tun, dann müsste der andere Mensch auch seine Ohren nicht aufsperren. Nein, erst wird geredet, und dann wird das Reden über irgendeine strittige Sache fallen gelassen, damit garantiert keine Meinung der Beteiligten einen Schaden nehme. Bloß warum reden die dann miteinander? Vielleicht klärt sich die Sache auf, wenn man ins Reich der politischen Meinung überwechselt, wo ja bekanntlich die schönsten Streitigkeiten ihren Platz haben. Hier pflegen Vertreter der Toleranz nicht einfach eine Regel anzugeben, die zwischen Gesprächspartnern, zwischen Streitenden im Parlament oder im Fernseher oder sonst wo, auf dem Podium, bei Podiumsdiskussionen, auch in Hörsälen stattfinden. Hier kommt ein zusätzliches Argument meist sogar als erstes daher. Das Argument, dass einer, der die Meinungsfreiheit so versteht, dass er seine Meinung mit den anderen vergleicht, dass er also die Meinungskonkurrenz ernst nimmt, auf seine Meinung als Begründete dringt, wodurch sich ein Wille verrät, der von dem, was er erfahren hat, was er weiß, durchaus eine Handlungsmaxime ableiten will. Hier argumentieren die Vertreter der Toleranz so, dass sie sagen, diese Meinung kannst du haben, aber so vertreten darfst du sie nicht. Immerhin ist deine Meinung eine erlaubte, und deswegen hat sie sich auch in ihren Wirkungen, in ihren Überzeugungsanstrengungen, womöglich sogar in ihren täglichen Folgen zu beschränken. Im Klartext heißt das Argument, dass einem Kritiker am Staat meinetwegen oder an Politikerpersönlichkeiten vorgeworfen wird, seine Meinung würde er letztendlich nur der Erlaubnis der von ihm kritisierten Instanzen verdanken. Eines der groteskesten Argumente unter erwachsenen Demokraten. Wer eine Meinung hat, der hat sie sich selber gemacht. Der hat sich selber zusammengedacht, vielleicht unter Zuhilfenahme anderer Leute Gedanken, aber dass der Staat, der die Meinungsfreiheit in einem Grundgesetzartikel garantiert, gleich die Hebamme, der Motor sämtlicher Meinungen in seinem Lande wäre,
ist wohl eine etwas übertriebene Behauptung. Es wird aber so getan von den Rittern der Toleranz, als dass der, der eine Meinung hat und sie fest vertritt, als erstes einmal pflichtschuldigst den Dank bei den Instanzen abzuliefern hätte, die ihm überhaupt gestatten, das Maul aufzureißen. Dies ist auch hier wieder genau genommen keine Antikritik gegen den Kritiker, sondern es ist eine Methode der Antikritik, ein Verfahren, das sich um den Gehalt der Kritik überhaupt nicht schert. Es ist die Technik, die meinetwegen Kaspar Weinberger in Berlin angewandt hat. Da demonstrieren und randalieren ein paar tausend Leute. Er hält ein flammendes Bekenntnis zur NATO und deren Aufrüstung. Es ist klar, dass diese Leute etwas gegen die von ihm befürworteten und von ihm befehligten Raketen und Bomben haben. Jetzt sagt er zu diesen Leuten nicht etwa, wenn sie ein bisschen Buh schreien gegen seine Rede, die wohl inszeniert ist mit allen politischen Größen Westdeutschlands auf der Tribüne und so weiter. Ja, gute Leute, ihr habt Unrecht. Die Raketen müssen aus folgenden 6 Gründen unbedingt sein. Seht das ein. Sondern er spricht zu den Demonstranten, wenn wir keine Raketen hätten, so könntet ihr überhaupt nicht demonstrieren. Eine beliebte Fortsetzung des Gedankens, dass einer, der eine missliebige, eine kritische Meinung äußert, zuallererst dankbar gegen die höheren Mächte in der Welt sein müsste, die ihm das überhaupt zulassen. Es ist nämlich nicht so, dass es irgendeine Regierungsform gibt, sei es russisch oder Hitler oder was man sich heute dabei so gern vorstellt, in der die Menschen sich nicht frei und selber ihre Meinungen bilden würden. Gerade der Ostblock, heute, wie er heute aussieht, zeugt von etwas ganz anderem. Immerhin hat in einem kommunistischen Land namens Polen, wo bekanntlich keiner eine Meinung haben darf, weil es gibt ja keine freie Presse, keine Öffentlichkeit, eine Gewerkschaftsbewegung stattgefunden und die hat Sachen gemacht. Da hätte der westdeutsche Staat anders zugeschlagen als der polnische. Ich will aber dies nur als Hinweis darauf verstehen, man soll nicht immer so tun, als wäre Kritik nur deswegen möglich, man soll nicht immer dieses Argument auflegen, weil sie erlaubt würde. Zustande kommen tut sie allemal nur durch den Willen und das Denken des Kritikers. Und wenn er einen Anlass oder Gegenstand der Kritik sieht, dann macht er halt sein Maul auf, wenn er nicht zu feig ist. Es geht noch weiter. Weinberger hat diese Leute zurückgewiesen mit einem Zitat, ich glaube von Voltaire ist es. Ich habe das Zitat die letzte Woche wieder zu hören bekommen, in einer Auseinandersetzung mit einem Münchner Hochschullehrer. Das Zitat geht so ungefähr sinngemäß, ich halte nichts von Ihrer Meinung, aber ich kämpfe dafür, dass Sie sie haben können. Hier haben wir den Umschlag des Argumentierens für Toleranz in die Heuchelei. Nicht nur, dass es bei Weinberger nicht stimmt, dass er jemals in seinem Leben einen Finger dafür krumm gemacht hat, dass westdeutsche Jugendliche gegen Raketen eine Meinung sich bilden dürfen. Der hat ganz andere Sorgen gehabt bisher in seinem Leben und in seinen Ämtern. Aber er tut so, als wäre er einer, der bei seiner Raketenaufstellerei und was er sonst noch treibt, nichts anderes im Sinn hätte, als den Schutz dieser banalen Meinungen von ein paar westdeutschen Demonstranten. Er geht noch weiter. Er behauptet glatt, deren Wille zur Meinungsäußerung, zur Meinungsbildung, sei für ihn umgekehrt der Anlass, sie bei ihrem Geschäft, die Demonstranten, zu schützen, und zwar durch Bewaffnung. Im letzten Fall, in der letzten Woche, in einer Auseinandersetzung mit dem Hochschullehrer, ist derselbe Topos wiedergekehrt. Auch der Mann hat geglaubt, mir sagen zu müssen, er würde sich dafür einsetzen, dass ich eine freie Meinung haben könnte.
Darauf habe ich ihm zu erkennen gegeben, dass ich keinen Wert darauf lege und es wäre auch gar nicht vonnöten, weil ich schon das selber mache mit meiner Meinung. Dennoch, er hat behauptet, er hat dafür gekämpft. Es kann unmöglich sein, den Beweis habe ich in der Diskussion sogar noch bekommen, er hat meine Meinung, soweit ich zu ihrer Darlegung überhaupt in der Diskussion gekommen bin, noch überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Er wollte sagen, er hat überhaupt so etwas drauf wie ein Bemühen um die Freiheit von Meinungen schlechthin. Er wäre halt ein Demokrat. Das mag es sein, aber dass er sich eines Kampfes rühmt, für etwas, was das Gesetz längst befiehlt, ist schon einigermaßen lächerlich. Der Verdacht, der in den Mahnungen von streitbaren Buben und Mädchen wie unsereinen stets aufgemacht wird, richtet sich nie gegen das von uns Vertretene. Der Verdacht richtet sich stets gegen die schiere Form. Da nützt es gar nichts, wenn man auch ein paar Floskeln der Selbstrelativierung einbaut, wenn in einer Diskussion der Inhalt des von uns Vertretenen klar abweicht von dem Konsens des Beurteilens, der die Diskussion ausmacht, wenn also bei uns so Wörter vorkommen wie richtig und verkehrt. Spätestens dann ist Sense und die Toleranzpredigt fällig. Ich weiß es, wer weiß es denn? Im Audimax sind wir. In der Aula. Ja, Kommilitonen, ihr müsst lachen. Ihr müsst lachen, das wirft ein erschreckendes Licht auf den Geisteszustand der Universität. Die hätten das nicht gemerkt, dass das eine andere Vorlesung ist. Wenn die Frau nicht gefragt hätte, hätten die beiden noch ihre Notizblöcke aufgezückt. Ich komme deswegen gleich auf den Punkt. Eine Wirkung des Toleranzprinzips ist es zum Beispiel, dass man berechnend mit den Meinungen anderer Leute umgeht und mehr darauf achtet, wer etwas sagt, als was gesagt wird. Den Punkt möchte ich gleich hier mal andeuten. Die Fortsetzung des Arguments sei in Form und Gehalt deiner Urteile, die du äußerst, tolerant, lautet gewöhnlich, wenn du das nämlich nicht bist, wenn du darauf bestehst, dass deine Meinung durch die Vermittlung der Argumente, durch mein Gehör, durch meine Überlegungen anerkannt werden müsste, du dringst auf Richtigkeit, verlangst umgekehrt von mir entweder Widerlegung oder Übernahme eines Arguments. Wenn du so einer bist, dann landest du immer bei totalitärem Kram. Es ist die Technik des Verdachts, die zu absurden Argumenten Anlass gibt. Zum Beispiel, Zitat aus der letzten Diskussion mit einem Professor hier an der Universität. Ich behaupte, die Vorgeschichte muss ich erzählen dazu, ich behaupte, man kann das, was in Zeitungen vermeldet wird, und man sollte das auch, habe ich gesagt, weil sonst lohnt es sich ja nicht zu lesen, durchaus seinem Gehalt nach prüfen. Man kann feststellen, ob Zeitungsartikel die Wahrheit berichten über das, was in Politik und Wirtschaft los ist. Erste Frage, wer soll das prüfen? Na, sage ich, natürlich, jeder, der es liest, ich mache das immer so. Wer ist eine Frage, wo ein Demokrat prinzipiell damit rechnet, dass jetzt die Antwort kommt, Stalin. Jetzt lebt er aber gar nicht mehr. Sodass man schlecht sagen kann, Stalin ist doch klar, der Parteivorstand. Der Versuch zu sagen, das ist doch normal, dass jeder, der so etwas zur Kenntnis nimmt, wie einen Zeitungstext,
sich an die Prüfung des Gelesenen macht. Weil er liest ja schließlich, um aus dem Gelesenen zuerst mal theoretische, vielleicht dann sogar praktische Schlüsse für sein Handeln abzuleiten. Es ist doch klar, dass er an den Text zurangeht. Was wird hier berichtet? Wie wird es gedeutet? Wie wird es erläutert? Wie wird es erklärt? Passen die Erklärungen aufeinander? Sind die glaubwürdig als ganz vorsichtige Maßnahme? Kann ich, wenn sie glaubwürdig sind, wenn sie einfach Fakten und dann so Schlüsse auch die politischen Notwendigkeiten beinhalten, sind diese Schlüsse in Ordnung oder wie oder was? Das würde abgelehnt mit dem Hinweis, so ein simples Handwerk wie Zeitung lesen und dabei prüfen, ob die wohl halbwegs passende Bemerkungen zum Ablauf des von ihnen berichteten Geschehens, der Tatsachen machen. So ein Ansinnen wurde abgelehnt mit der Behauptung, das wäre nur möglich, wenn man einen absoluten Wahrheitsanspruch hätte. Und der führt ja, wie man weiß, allenthalben bei Hitler wie drüben zur Diktatur. Ein paar Kommilitonen sind mir beigesprungen in der Diskussion und haben vermerkt, fragend, glauben Sie wirklich, Herr Professor, dass der Faschismus durch einen absoluten Wahrheitsanspruch auf die Welt gekommen sei? Dass Hitler vom Drang nach absoluter Wahrheit beseelt, ein faschistisches Deutschland montiert hätte? Der Mann hat schlicht gesagt, ja. Was denn sonst? Ich sage darüber weiter nichts, worin sich diese Behauptung täuscht, sondern nur, wie sie funktioniert. Der Gestus, die pure Art zu reden, zu begründen, zu argumentieren, erstens das Weglassen von den von mir vorhin kurz erwähnten Formeln der Selbstbezichtigung, der Selbstbescheidung beim Urteilen, ist das Erste, was auffällt. Der Gebrauch von so schlichten Aussagen wie das stimmt nicht, weil verkehrt, falsch, das ist richtig, aber nur solche Touren des ganz normalen Argumentierens sind heute schon so außer Mode, sind quasi schon zur Kennmarke von Dogmatikern geworden, wenn toleranzbeflissene Menschen ans Diskutieren gehen. Sie möchten etwas ganz anderes. Wenn schon nicht gleich die Aussage, ich sage jetzt meine Meinung und halte selbst nichts von ihr, Sie brauchen sich auch nicht weiter auf die einzulassen, liebe Herren und Damen. Wenn schon nicht das, möchte man mindestens einen höflichen Ausdruck anderer Art aus dem Wissenschaftsjargon haben, der verrät, hier steht einer, der nur bekunden möchte, wie er bisweilen die Sache zu betrachten pflegt. Eine kleine Anspielung, sprachliche Anspielung darauf, dass man höchst subjektiv und dessen bewusst, dessen eingedenk, ans Unterhalten, ans Diskutieren geht. So ein Zeichen muss man mindestens setzen, um nicht gleich des Dogmatismus bezichtigt zu werden. Am absurdesten wird die Sache, wenn das Argument der Gefahr des Dogmatismus, der Gefahr von Meinungen, die noch nicht unbedingt bloß welche bleiben wollen auf Ewigkeit, wenn die an die Wand gemalt wird von Staatsmännern. Wenn also Kanzler, Präsidenten und so fort sich ans Reden machen und ermuntern, die Jugend einerseits eine Meinung zu haben, aber bitteschön dann eine bloße. Wenn Sie sich daran erinnern, Ihre Adressaten, dass es bei uns nun einmal so geregelt sei, dass man eine Meinung haben darf und soll, aber bitteschön aus der nichts weiter zu machen hat, dann wird es absurd. Weil hier die spannende Frage, welche Meinungen haben dann eigentlich je im Leben Gültigkeit? Welche Auffassungen werden eigentlich je aus dem blöden Gefängnis bloß theoretische Vorstellungen zu sein, ein bisschen befreit und werden Leitfaden von Handeln, von Willensakten? Weil diese Frage von den Leuten in Staatsämtern gleich mit beantwortet wird. Sie lautet nämlich,
Meinungen werden nur dann gültig, also zu Regeln des Verhaltens oder wie sich das heute schimpft, zu maßgeblichen Richtschnur von dem, was ich ziehe, was ich gehört, was unternommen wird von den Individuen, wenn sie mehr sind als bloße Auffassung, mehr sind als Meinung, aber nicht mehr im theoretischen Sinn, kluge Gedanken oder sowas, beweisbare Theorien, Erklärungen zur Welt, sondern nur dann, wenn sie mehr im praktischen Sinn auf ihrer Seite haben, nämlich die Billigung von Recht, Gesetz, Staat und Ordnung. Die Wirkung dieser sehr dürftigen Argumente für Toleranz, die ich, wie ihr schon bemerkt haben werdet, im Durchgang durch ihre Anwendungen begutachten möchte. Die Wirkungen dieser Argumente ist schon verheerend. Es gibt ein Hin und Her von Meinungen im Land, stimmt. Es gibt auch 7 Meinungen über SDI und 40 über Umwelt und 70 über chemische Produktion. Eben jetzt schießen die ja aus dem Boden wie nur was. Aber diese Meinungen sind schon zensiert, und zwar durch ihre Inhaber. Mit Zensur meine ich da, die Meinungen, die da vertreten werden, jetzt kommt ein Arrogantismus oder wie man das nennt, unsere ausgenommen, haben sich untereinander, bevor sie sich ins Gehege kommen, auf Maßstäbe des Beurteilens geeinigt, die einen Konsensus im Streit allemal fällig werden lassen. Da muss ich jetzt ein paar Erläuterungen dazu sagen. Man nehme die letzten Wochen mit den täglich gemeldeten Rhein-, Chemie- und sonstigen Attentaten. Die Meinung, dass hier produziert wird mit giftigen Stoffen auf der Grundlage des Geschäfts bei der Pharmaindustrie und sonst wo, dass bei diesem Produzieren offenbar eine erhebliche Rücksichtslosigkeit gegen Land, Wasser und Luft als Lebensmittel eingerissen ist, diese Behauptung habe ich in keiner Zeitung außer unserer eigenen gelesen. Viele Meinungen sind gekommen zu dem Thema, es muss etwas geschehen, was muss geschehen? Meinungen, die alle das, was getan werden muss, so verstanden wissen wollten und keinen Zweifel daran gelassen haben, dass bei der chemischen Industrie und beim Staat, möglichst beim Umweltministerium, etwas zu geschehen hätte. Alle diese Meinungen zur Sache gründeten auf den unwahren Konsens, dass Staat und Industrie recht eigentlich zum Aufpassen auf die Natur oder Umwelt, wie es heutzutage genannt zu werden pflegt, da wären. Zumindest waren es alles kritische Anträge an die Agenten des Umweltgiftes, an die Verursacher, sich doch endlich zum Aufpasser zu mausern. Ein Durchbrechen dieser Logik in der letztwöchigen kritischen Diskussion habe ich nicht entdecken können. Die Zuständigen, die da gefordert werden, die da kritisiert werden, sind haargenau die, die die deutsche chemische Industrie mit Wohlgefallen ins Werk setzen, auch jetzt noch. Ähnliches, gleich kombiniert mit der Methode der Toleranzbefürwortung. Es kommt im Jahr ungefähr 20 Mal vor, auch das habe ich versucht, dem Professor neulich beizubringen, dass ein Kanzler oder ein Innenminister oder sonst jemand behauptet, indikativ Präsens, allgemeingültiger Satz, Gewalt ist kein Mittel der Politik. Man kann an diesen Satz verschieden herangehen. Man kann gleich sagen, wir wissen ja, wie er gemeint ist. Man kann sich aber auch zu Gemüte führen, was sich diese Leute eigentlich, wenn sie einmal so tun, als würden sie bloß eine Meinung und nicht auch noch eine Macht zu dieser Meinung haben, erlauben. Jedermann weiß, wenn er überhaupt nur eine Sekunde sich mit Politik befasst, dass die Gewalt das A und O der Politik ist.
Militär und Polizei, nach innen das Gewaltmonopol, nach außen die Gewalt, dass man den Willen fremder Staaten bricht, wenn es Not tut oder damit droht. Das sind Elementarkenntnisse, die jeder Hilfsschüler kennt und weiß. Vielleicht kann er den Satz nicht so hersagen wie ich, aber das ist ihm vertraut. Spätestens dem, der zum Militär muss, der weiß, aha, stimmt ja, wir sind hier in der Truppe, die probt im Manöver das Aufräumen mit einem Feind. Da geht's gewalttätig zu und so fort. Ein Kanzler in einer Demokratie traut sich also, einen für jedermann durchschaubar falschen Satz, ein verkehrtes Urteil über, was hat es mit Gewalt und Politik miteinander auf sich, auf die Leute loszumeinen. Das tut er. Für die, die sich in die Politik einmischen wollen, für die, die per Demonstration, vielleicht auch einmal per ein bisschen Randale, also mehr als nur Plakate vor sich her schleppen, sondern auch mal einen Stein werfen und so weiter, die sich dadurch in die Politik protestmäßig einmischen wollen, dass für die dieser Satz gilt. Es sind eben auch immer nur solche Anlässe, wo dieser verlogene Spruch auf die Leute losgelassen wird. In den vielen demokratischen Zeitungen des Landes werden solche Sprüche von Präsidenten und Kanzlern genüsslich zitiert, und ich habe noch von keiner westdeutschen Zeitung, in der ja schließlich ein paar Intellektuelle hausen in den Redaktionen, die, muss ich wirklich mal sagen, billige, ganz, ganz leicht zu habende Polemik lesen können, die ich vor 2 Minuten hierher erzählt habe. Noch niemand hat darauf aufmerksam gemacht, das sollte der Kanzler besser nicht behaupten, sonst straft ihn die Wirklichkeit Lügen. Oder das sollte er nicht tun, sonst sagen die Grünen wieder, er wäre doch mit Südafrika und so weiter. Er solle anders argumentieren. Noch nicht mal das ist passiert. Nein, das Dogma, das überhaupt nichts auf seiner Seite hat, geht durch, als wäre es eine Meinung, über die man denken könnte, was man wollte. Kann man aber nicht, weil es eine Meinung mit Gewalt hinter sich ist. Die Heuchelei greift also immer dort um sich, wo Toleranz vertreten gepredigt wird. Heuchelei ist ja zunächst nur ein Verfahren, wo ich den Konsens der anderen Seite anstrebe, ohne auf Überzeugung zu dringen, wo jemand für mich vereinnahmen will, indem ich so tue, als ob ich mich nur seines Interesses, seines Anliegens annehme. Das können die Wissenschaftler, die Journalisten, die Politiker in unserem Land gut. An dem Beispiel Kanzler, er äußert sich über Südafrika, über Chemieunfälle, über Gewalt und Politik schlechthin, über Lebensformen in der Demokratie, was gehört sich da, was nicht, lässt sich ja auch ablesen, wo die Prüfung von Meinungen allemal Halt macht. Es ist ja nicht so, dass es nicht, schmähliche Urteile über Kanzlerreden, seitdem Kohl an der Macht ist, gibt. Es wird ja immer behauptet, der Mann sei nicht so helle oder er würde ein schlechtes Deutsch und unzureichende Geschichtskenntnisse besitzen. Solche Kritik, die ist interessant, weil sie sieht gerade davon ab, wen man da vor sich hat, nämlich einer, dessen Meinung immer gültig gemacht wird. Andererseits sieht sie auch wieder nicht davon ab. Es sind nämlich diese Sorten von Kritik, die darauf bestehen, dass gerade einer, dessen Meinung nicht bloße Meinung ist und bleibt, weil er schließlich die Staatsmacht repräsentiert, dann auch in der Meinungsfront eine bessere Figur abzugeben hätte. Das sind aber Typen der Kritik, die sich schon wieder um den Konsens der Unwahrheit verdient machen.
den Konsens der Unwahrheit, den ich jetzt nochmal im Zusammenhang mit dem Toleranzprinzip auflösen möchte. Wenn die Technik des Uneinsseins aber sich doch wechselseitig respektieren beim Meinen ernst gemacht wird, wenn mit der ernst gemacht wird, dann obsiegen allemal die Meinungen als gültige, als Leitfaden des Handelns, als Normen, als Gesetz, als Vorschrift, gegen die man nicht so einfach verstoßen kann, die die Macht auf ihrer Seite haben. Das war jetzt ein Urteil und ein Schluss, mit wenn, dann verbunden. Vielleicht ist das ganze Geheimnis der freien politischen Meinung, und vielleicht ist dieses Geheimnis auch schon ausgesprochen im Grundgesetzartikel, der da freie Meinung genehmigt, mit Ausnahme, wenn sie was verkehrt macht. Die zweite Hälfte von dieser Überlegung bezieht sich auf die inhaltliche Konstruktion von Meinungen, die daraus folgt. Wenn jemand weiß, dass seine Meinung nur unter der Bedingung respektiert wird, dass sie Respekt vor anderen Meinungen zugleich kenntlich werden lässt, dann richtet er seine Meinung danach ein. Die Beispiele von Nichtkritik oder von schwächlicher Stil- und Geschmackskritik, wie sie bei unseren politischen Journalisten heute eingerissen sind, zeugen ja davon, dass man die Heuchelei auch umdrehen kann und sie von unten pflegen kann. Und dann heißt es allemal, ich kritisiere aber so, dass die kritisierten Politiker oder Industriellen oder sonst wer immerzu bei meiner Kritik ihre eigenen Maßstäbe wiedererkennen. Es wird in der inhaltlichen Ausformulierung der Kritik von auf Toleranz erpichten Leuten so getan und es wird so gehandhabt, dass der beste Weg, bei andersdenkenden Leuten Gehör zu finden, der sei, sich ihren Maßstäben, ihren Kriterien erstmal anzuschließen und sie bestenfalls und am allerbesten dann an diesen Maßstäben zu blamieren. Das ist halt dann das Argument, daran kann doch der chemischen Industrie selber nichts gelegen sein, dass der rein Putt ist, weil sie braucht ihn ja noch selber. Daran kann doch dem Kanzler nichts gelegen sein, dass unser Land in Schutt und Asche gebombt, geatomt wird, weil der will es ja selber regieren. Und so fort. Der Typus der Kritik, der sich quasi von der Methode der Toleranz herleitet, hat also inhaltliche Auswirkungen der Art, dass man zu niemandem mehr sagt, dein Zweck ist so schlecht wie deine Mittel. Nicht. Na, aber gerade du, der du das willst, müsstest doch anders verfahren. Also quasi am Mittel entlang kritisiert und quasi dem Zweck des Gegenüber, dem Kanzler in unseren Fällen, der Industrie oder anderen Teppen, Recht gegeben, damit man ihnen Unrecht geben kann und darf. Also in der Äußerung der Meinung tatsächlich den Inhalt schon als Knicks, als Verbeugung vor dem Anliegen des Gegners vorbringen. Der Konsensus der Unwahrheit, um nur noch ein paar Beispiele zur Verständigung in meiner Kritik der Toleranz zu bringen, betätigt sich zum Beispiel jetzt wieder an dem amerikanischen Präsidenten Reagan. Der Ausgangspunkt der ganzen Affäre in den USA, Waffenhandel mit Iran, sind so banale Fakten, die wirklich nicht unbekannt sind, wie die, die Amis mischen überall, wo geschossen wird, waffenmäßig mit, wenn es nur geht. Sie haben dafür Geheimdienste, eine CIA, ein offizielles Militär, eine offizielle Diplomatie und so fort. Sie haben eine flotte Rüstungsproduktion für die Einmischung in aller Welt, wo es ihnen passt, wo sie nicht gleich auf die Russen selber als Kontrahenten stoßen und so fort. Das tun sie nach Kräften. Ihr Ziel ist dabei, die Welt wieder ordentlicher zu machen, nämlich ein bisschen zu säubern von dem Reich des Bösen und seinem Einfluss all überall. Gut, das sind Fakten, die stehen erstmal fest. Genau diese Fakten, an die sich nun ein neues Faktum anschließt,
Die amerikanische Regierung hat mit dem Iran, den sie selber aufgelistet hat, in der Reihe der terroristischen Nationen, die sie tilgen will, die USA tilgen wollen, ausgerechnet mit dieser Nation hat sie heimlich oder halbheimlich Waffengeschäfte vollzogen. Jetzt kommt die Kritik. Ich will es mal vergleichen. Ich bin mit meiner Kritik jetzt fertig an dem, was Reagan gemacht hat neulich. Die ganze Kritik heißt nämlich, so funktioniert die Weltmacht Nummer 1 Amerika, das sind ihre Ziele, das sind ihre Mittel, da springen ein paar tausend Leute pro Tag über die Klinge, das ist die Tatsache und die erläuterte Tatsache würde noch heißen, das kommt daher, dass so eine Weltmacht mit ihrem Reichtum so umspringt, dass sie, das wäre noch ein Stück Imperialismustheorie dazu nachgetragen, dann müsste ich die Notwendigkeit auch noch dieses Vorgehens und dann hätte ich nur noch eins zu tun, zu vergleichen, was ich jetzt weiß, mit dem, was mich interessiert, woran mir liegt. Ich hätte den Begriff amerikanischer Außenpolitik für diese Sachen Waffenschiebereien formuliert und hätte gesagt, ja, wenn die Sache so ist, bin ich ein Gegner der Amis und schaue nach Mitteln und Wegen, dass daraus einmal was wird. Nicht so die ganze Journei in der ganzen westlichen Welt, wo bekanntlich Meinungsfreiheit herrscht, wo also die Zeitungen schreiben dürfen und sollen, was sie meinen, damit die Kritik dann immer die Welt besser macht. Die Kritik läuft hauptsächlich so, dass gesagt wird, Reagan im Dilemma. Reagan in der Krise. Manche Zeitungen haben sich dazu verstiegen zu sagen, Reagan streit mit Nancy. Das ist der Hinweis darauf, sachfremd. Sachfremd sind aber auch die seriöseren Argumente, die so aussehen, als hätten sie noch mit der Sache etwas zu tun. Und die werden in Amerika breitgetreten. Die heißen schlicht, ist Reagan nicht nur ein Sprücheklopfer, der behauptet, er wäre konsequent in der Tilgung all der Staaten, in der Bekämpfung all dessen, was er weltpolitisch Terrorismus genannt hat. Und da hat er den Iran mal mit drunter aufgezählt, als er mal seine berühmte Liste aufgestellt hat. Stattdessen, was er damals versprochen hat, an radikalem Vorgehen von Seiten der USA, Weltpolitik als Strafgericht gegen alle, die auf der Liste der Terroristen befindlichen, fortzusetzen. Dagegen ist er jetzt selbst verstoßen und hat ein Land von dieser Liste mit Waffen beliefert. Hat es Geld genommen und hat es für einen Kampf an einer anderen Front, Nicaragua nämlich, verwendet. Seine interessante Kritik. Hier wird nicht gesagt, was tut der Mann, warum, zu welchem Behuf. Hier wird er an seinem eigenen moralischen Weltkriegsprogramm oder Weltsäuberungsprogramm gemessen, um ausgerechnet daran blamiert zu werden. Hier stellen sich die Journalisten, die Kritiker, oder sie sind es, auf den Standpunkt der radikalen Formulierungen von Reagan von 4 Monaten oder sowas und behaupten, an diesem Standpunkt gemessen ist das, was er jetzt getan hat, was jetzt herausgekommen ist, eine Blamage. Ich frage mich, wie solche Sorten von Kritik je etwas ändern sollen, wenn sie bloß dazu anstacheln, den übernommenen Standpunkt möglichst konsequent zu exekutieren. Zurück, was hat das mit Pluralismus zu tun? Immerhin so viel, dass aus der Kritik an Reagan auch so Fragestellungen ableitbar sind wie, hält er sich noch 2 Jahre im Weißen Haus? Als daraus ableitbar ist die Frage, wie kann er das wieder gut machen? Wie kann er seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen? Er macht ja inzwischen schon Angriffe mit Hubschraubern auf Nicaragua, da wird schon ein bisschen Glaubwürdigkeit rausspringen. Insofern, als es verschiedene Meinungen durchaus gibt, insofern, als es richtig auch schon die Konkurrenzgeier von der Demokratischen Partei gewittert haben, dass sich hier ein Malus für den Präsidenten drechseln lässt, der vielleicht auf die nächsten Wahlen seine Wirkung hat. Mit Pluralismus, mit Meinungsfreiheit hat es so viel zu tun, als hier die Freiheit dazu benutzt wird, genau die Instanz, die die Freiheit des Meinens gewährt,
Also die, die Meinungsfreiheit quasi verwaltet, als Geschenk an die Bürger verabreicht, per amerikanischen oder deutschen Grundgesetz, die erst einmal, bevor man sich überhaupt die Meinung zur Sache macht, zu hofieren, indem man sagt, die Maßstäbe der meinungsgarantierenden Instanz sind allemal die ersten, die bei ihrer Beurteilung in Frage kommen. Nur so kommt in der Vielfalt der Meinungen immer der eintönige Brei von Regierungskritik heraus, an den wir Demokraten so gewöhnt worden sind. Wir haben ja auch 2 Jahre lang Kritik an Birne gehabt, wo der Gegensatz zwischen Amt und Person oder der vermeintliche Gegensatz zwischen Amt und Person, Macht und Geist dieses Menschen, die intellektuellen Kritiker beflügelt hat. Es war auch keine sachliche Kritik, sondern das war ein im Rahmen der Meinungsfreiheit eröffneter Schachzug. Die Technik heißt so: kritisiert ruhig die Person am Maßstab des Amtes. Dann weiß jeder, dass ihr euch freie Meinungen bildet, aber allemal unter dem obersten Gebot an der Republik, am Staat und seinen Vorhaben ist nichts auszusetzen, höchstens an der Durchführung durch das Personal, also auch an dem. Auch eine Wirkung. Zusammengefasst, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, wie bei uns Kritik geht, aus der Einsicht in das Gebot der Toleranz, in die Notwendigkeit, beim Meinungshaben und Willensbilden sich zu bremsen, nach Maßgabe des Erlaubten, kommen allemal inhaltliche Meinungen raus, die den Konsens der Unwahrheit darin haben, dass sie die Macht, die letztlich nur für gültige Meinungen zu sorgen hat, anerkennen. Toleranz wird nicht geübt, habe ich gesagt. Wo sie praktiziert wird, dann fällt sie so aus. Toleranz als Leitfaden der Wissenschaft ist genau genommen die absurdeste Abteilung. Also, wenn im Wirtshaus ein Streit losgeht und die Wirtin kommt, ach, hört halt zu streiten auf, dann ist es fast noch vernünftig dem gegenüber, was in der heutigen Wissenschaft passiert. Jeder Studienanfänger, noch bevor er in sein Fach überhaupt eingewiesen ist, wird in es eingewiesen mit dem Gebot der Skepsis. Das geht so. Ob nun einer in seiner Schulzeit schon mal Kant oder Hegel oder irgendeinen Deppen gelesen hat, er wird mit philosophiegeschichtlichen und wissenschaftsgeschichtlichen Argumenten der höchsten Sorte vertraut gemacht. Die beiden Argumente heißen: eine Wahrheit gibt es nicht. Wer das behauptet, meint eine absolute Wahrheit, dagegen ist Wahrheit etwas Relatives. Skepsis wird gepredigt, es wird der Studienanfänger in Soziologie, Politologie oder Geschichte darauf hingewiesen, dass hier es nicht um Erkenntnisse geht, sondern um Bekenntnisse zu Methoden, zu Ansätzen, zu verschiedenen Schulen gar, und dass die Wissenschaft ebenso funktioniert. Der Anfänger wird darauf hingewiesen, dass Wissenschaft so etwas Ähnliches ist wie eine Interpretation der Welt im Lichte eines Ansatzes, und den muss man sich aussuchen. Er wird also damit vertraut gemacht, dass es sich um ein höchst subjektivistisches Geschäft handelt. Er wird darauf hingewiesen, dass das aber keine Schande ist, sondern umgekehrt, das subjektive Geschäft bringt ja immerhin einiges zutage. Methode ist Trumpf. Man muss sich zu einem Ansatz bekennen. Man muss die Ansätze unterscheiden lernen. Man muss in der Konkurrenz der Ansätze, falls man in sie eintritt, sei es per Diplomarbeit oder wenn man was Höheres macht, Doktor- oder Habilarbeit, muss man sich schon der anderen wegen in Bescheidenheit üben. Man wird in eine Technik des Wissenschaftens eingewiesen, ohne überhaupt noch über dies oder jenes für und wider unterrichtet zu sein. Ein Beispiel.
Bevor ein Buch über Politikwissenschaft überhaupt auf Politik kommt, handelt es ab das Sprachproblem, das Wertproblem, das Methodenproblem, das Theorieproblem, das Erkenntnisproblem, das Rationalitätsproblem. Es täuscht sich also jeder Student, der in eine Vorlesung oder in eine Übung geht, Politikwissenschaft, dass dort über Politik geredet wird, richtig oder verkehrt, laut oder leise, frech oder unverschämt oder brav oder affirmativ. Es wird erst einmal gar nicht über Politik geredet. Es wird ihm bescheinigt, dass er das Werkzeug seines Geistes fürs Wissenschaften sich zuerst einmal zu beschaffen hat. Und das ist eine einzige Schulung in Skepsis. Es ist aber sehr komisch, dass diese Wissenschaft in Sachen Skepsis, weil man kann ja nicht seine subjektive Meinung, den Ansatz, den man gewählt hat, gut gewählt zu haben, absolut setzen. Man muss auch den anderen Ansatz respektieren. Vielleicht ergänzen sie sich, vielleicht halbieren sie sich. Das ist mit dieser Skepsis beginnen, den Anfänger unterweisen und dennoch nicht Schluss machen. Was ist passiert? Über das Gebot der Toleranz in der Wissenschaft ist eingerissen das Gebot des Respekts wissenschaftlicher Meinungen untereinander und gegeneinander. Pluralismus, Wissenschaftspluralismus heißt der Terminus technicus. Das ist sehr seltsam. Auf der einen Seite fragt man sich, verglichen mit der Welt der Politik, die ich vorhin erläutert habe, ist es denn wirklich notwendig, im Reich der Wissenschaft unbedingt die Gefahr zu wittern, die in der Politik, vorhin aufgelöst, ja noch verständlich ist. Nicht in dem Sinn, dass man was für sie übrig haben sollte, sondern verständlich, man weiß, wo es herkommt. Das Gewaltmonopol des Staates sichert die freien Meinungen, also sollen sich die freien Meinungen an dem nicht versündigen. Das ist ein einfacher Gedanke, den kann man vernehmen bei den Fanatikern der Toleranz. Hier aber besteht in der Universität die Gefahr, dass wenn sich wissenschaftliche Meinungen wechselseitig nicht respektieren, weil sie sich wechselseitig für verkehrt, für unbrauchbar, für falsche Gedanken halten, besteht da die Gefahr, dass sie sich in die Wolle kommen, die Herren Wissenschaftler. Hat man denn Angst, es brechen Schlägereien aus mitten in der Universität? Das kann es doch wohl wirklich nicht sein. Die Auflösung muss hier anders beschaffen sein. Sie geht über das prinzipielle Argument des Absolutheitsanspruchs der Wahrheit. Eines wissen moderne Wissenschaftler allemal, dass wenn sie zugeben, in der Beurteilung von Politik, Geschichte, Sprache, Literatur und so weiter, kommt man zu schlüssigen Befunden. Die kann man sich dann aufschreiben, andere Generationen können sie sich zu Gemüte führen. Die Befunde sind feststehende, begründete Urteile über die verhandelte Sache. Wenn es so etwas gibt, so denken und so argumentieren heutige Wissenschaftler, dann macht ja sicher manch einer von denen, die mit den Befunden vertraut gemacht sind, diese sicheren Wissenselemente zur Richtschnur seines Handelns. Denn das ist ja wohl der Witz beim Wissen, wie man auch aus der Naturwissenschaft weiß, dass das sichere Wissen gerade die Anleitung zum erfolgreichen Konstruieren von Maschinen, zum erfolgreichen Vorgehen in und mit der Natur verbirgt. Verkehrtes Wissen, jeder Fehler rächt sich, dann funktioniert das, was man sich vorstellt, nicht. Genau diese Reihenfolge, die Theorie schafft mir eine Gewissheit in Sachen wie ein Staat zum Beispiel, wie ein Krieg, wie eine Literatur, warum funktioniert. Sodass ich wiederum den Vergleich der beurteilten Sache mit meinem Interesse vornehmen kann und sagen kann, ja, wenn die Sache so ist, dann kann sie mir gestohlen bleiben, das ist bei Literatur recht einfach. Beim Staat, ja, wenn die Sache so ist, dann kann mir der überhaupt nicht mehr gestohlen bleiben, ich muss da auf Abhilfe dringen. Wissenschaftler wissen mit ihrem Kampf für Toleranz im Denken,
innerhalb der Fußnotenmafia der großen Universität, sehr genau darüber Bescheid, dass das viere Zugeben einer Wahrheit, die man per Denken, per Theorie treiben, ermitteln könnte. Der Auftakt dazu wäre, dass jeder vernünftige Mensch aus den sicheren Wissensbrocken sichere Handlungsableitung fällig werden ließe. So fangen Sie gleich einmal beim Wissen an. Das Wissen als eine ewig kastrierte Sache. Theoretische Bücher über Politik, Kultur und Geschichte von vornherein als subjektiv präsentierte Deutung der Sache, nicht aber als ihre Erklärung vorstellig zu machen. Das ist der Impetus, den Sie verfolgen, wenn Sie Wissenschaftspluralismus und Toleranz im Reich des Geistes fordern. Nicht, dass Sie Angst haben, Wissenschaftler untereinander würden sich schlägern, wenn zum Beispiel der eine den anderen nachweist: Mein lieber Mann, wie du argumentierst, da wirst du bei mir im Proseminar durchfallen. Umgekehrt. Das ist bei nicht stimmig, obwohl auch so etwas vorkommt. Ich habe es jetzt leider nicht mit, ich kann es aber sinngemäß vorlesen aus dem Gedächtnis, ein Gutachten von einem deutschen Professor über einen anderen, der gerade Professor werden wollte, also gewissermaßen schon Kollegen, der zweite wollte sich habilitieren. Da steht eine vernichtende Kritik in dem Gutachten, weswegen der eine seine Unterschrift nicht hergegeben hat. Der heißt: Nirgends wird in der ganzen Arbeit die Absicht und der methodische Ansatz des Autors klar. Was ist denn das Verbrechen? Wissenschaft eingerichtet als eine Technik der Theoriebildung, indem man sagt, damit die Beispiele auch wirklich vorkommen, betrachte den Staat nach dem strukturellen Ansatz. Ja, dann kann man sagen, unter Wissenschaftlern, aha, das ist der strukturelle Ansatz, mal sehen, wie der geht. Und dann kann er hinterher als Urteil abgeben, der strukturelle Ansatz hat zwar den funktionalen Ansatz vernachlässigt, hat sich im Umgang mit rationalistischen Theorien etwas sparsam geäußert, dafür hat er aber gerade als struktureller Ansatz die normative Theoriebildung enorm ins Spiel gebracht. Solche Sätze gibt es haufenweise in modernen wissenschaftlichen Bibliotheken. Worum geht die Sache? Na, also um den Staat und seine Erklärung, um die Politik geht es da nicht, obwohl es Politikwissenschaftler sind. Auch mein Beispiel von der zensierten Schrift ist ein Beispiel aus der Politikwissenschaft. Worum geht es da? Hier geht es um das Entdecken eines Erkennungsmerkmals, ob ein Wissenschaftler nur solche Gedanken auf die Reihe schreibt oder sagt, die sich in die Anerkennung aller anderen Ansätze und Gedanken in diesem Fach einbinden lassen. Wer eine wissenschaftliche Arbeit schreibt und sagt, erstens, der Ansatz, mit dem hier kokettiert wird, mit dem das ganze Buch eingeleitet wird, ist schon eine reine subjektive Setzung. Was hat denn das in der Wissenschaft zu suchen? Man kann doch nicht einfach sagen, heute ist Dienstag, ich mach's mal strukturell. Morgen ist Mittwoch, ich mach's mal funktionell. Kann man denn nicht mal einfach sagen, was Sache ist? Kann man nicht einfach einmal erläutern, womit man es bei einer Demokratie oder einem Staat zu tun hat? Wer so vorgeht, fliegt aus dem Wissenschaftsbetrieb raus, gerade weil in ihm das Toleranzprinzip gilt. Anders ausgedrückt, nicht Toleranz. Fanatiker sind gar keine toleranten Leute, machen gar nicht ernst mit ihrer Lehre, mit ihrem Dogma von der wechselseitigen Respektierung der Meinungen, gerade dort, wo es nicht Meinungen, sondern schon begründete Gedanken sein sollten im Reich der Wissenschaft. Nicht das ist die Auflösung, sondern der Toleranzgedanke im Denken im Reich des Geistes ist nichts anderes als die Heraussäuberung von Wissen, weil aus ihm die Sicherheit des Handelns folgen könnte. Umgekehrt ist die Selbstrelativierung eines Wissenschaftlers
die die Relativierung aller anderen Sorten von Ansätzen und Methoden ja nach sich zieht oder auf ihr beruht. Der beste Ausgangspunkt dafür, dass auch inhaltlich kein verkehrtes Wort jetzt im politischen Sinne in die Bücher gerät. Denn hier weiß man ja, wer eine eingestandenermaßen bloß subjektive Auffassung von Land und Leuten als Wissenschaft präsentiert, der hat ja immerhin auch das praktische Bekenntnis mit abgeliefert, dass er aus so etwas Relativen wie seiner persönlichen Wissenschaftlerüberzeugung nie und nimmer eine Opposition gegen die gültigen Regeln in der Wissenschaft zuerst, dann in Staat und Wirtschaft ableiten würde. Zusammengefasst hat diese großartigen Grundgedanken des Toleranzprinzips Popper, jetzt wird er ja manchmal so langsam, ist der schon tot gemeldet? Das muss jetzt demnächst passieren, da gibt es was über den. Dieser Mann hat in einem Doppelband geschrieben, die offene Gesellschaft und ihre Feinde, in dem sich, und das ist abgedruckt und zitiert worden, ich glaube, jede Woche wird eine Dissertation geschrieben in Westdeutschland, wo das schwer ausgebreitet wird, wo geschrieben wird, das Schlimmste ist, wenn einer meint, er wüsste was. Weil dann fängt er an, erst auf Überzeugung, dann auf Durchsetzung zu dringen. Schlicht und einfach die Umkehrung dieses Gedankens ist die Wahrheit des Toleranzprinzips bei geistvollen oder geisttötenden Streitereien. Die Umdrehung heißt nämlich, verzichte darauf, Recht haben zu wollen, Recht haben im Kleinen, also Recht klein geschrieben, verzichte darauf, Recht haben zu wollen, dann kommst du mit dem Recht groß geschrieben nicht in Konflikt. Denn zählen tun Meinungen eben nicht nach ihrem Begründungsnachweis, nach dem, was sie leisten als Theorie für jeden nachprüfbar, für jeden, nicht bloß für Stalin. Nicht das ist der Auftakt dafür, dass aus Gedanken, aus Theorien, aus Ideen Taten werden, beim Individuum wie bei Kollektiven oder sonst wo. Wenn aus Meinungen Taten werden, dann geschieht es nach ganz anderen Prinzipien. Erstes Prinzip, alle Meinungen sind bloß welche, auch die wissenschaftlichen. Auch sie sind zur Selbstbescheidung genötigt. Zweitens, dann kann es nur ansatzweise vernünftige Gründe, aber jetzt im Sinne einer praktischen Vernunft geben. Aus Meinungen, Taten, gültige Normen, Gesetze, Herrschaftstechniken und so weiter werden zu lassen. Und diese Normen sind beim Staat, beim Gesetzgeber und so weiter verwirklicht. Noch einmal anders ausgedrückt. Auf der einen Seite stehen Wissenschaftler, die ganze Bücher über ihre Gegenstände vollschreiben, indem sie das kleine Wörtchen als bis zum Erbrechen schindludern. Also der eine sagt, ich betrachte die Gesellschaft als Struktur. Der andere, ich betrachte die Gesellschaft als Zwiebel. Also eine Zwiebel, wo eine Hierarchie ist, oben weniger, unten dann ein dicker Bauch, unten sind aber wieder ein paar mehr. Gibt es alles hier an der Universität vertreten. Die Zwiebel wird meines Erachtens schon 20 Jahre hier an der Universität, glaube ich, zu lang vertrieben. Immer wieder gibt es die Zeichnung von der Bevölkerungszwiebel und das wäre unsere Gesellschaft. Der betrachtet eben die Gesellschaft als Zwiebel. Der Dritte betrachtet sie als eine Pyramide, der andere als einen Zusammenhang sozialer Interaktion. Der Witz ist stets das kleine Wörtchen als. Jeder macht ein Konstrukt, bekennt sich zur subjektiven Erfindung des Konstrukts, jede Schule, jeder Ansatz, jede Methode. Jeder bescheidet sich, hat aber dafür immerhin etwas bekommen. Die anderen müssen sich auch bescheiden. Sein mehr oder minder origineller Ansatz gilt, gehört zur Wissenschaft. Er gilt zwar nicht in dem Sinn, dass jeder sagt, das stimmt, so ist es. Aber er gilt als Beitrag zur Wissenschaft. Also auf der einen Seite dieses trostlose Getriebe, dieses Kokettieren auf jeder Seite des Lehrbuchs, immer wieder mit, es ist ja bloß eine Meinung, es ist ja bloß eine Methode, aber es ist eine und es ist meine. Immerzu das Getue. Denkt man hat mit Politik, mit Untertänigkeit, mit Herrschaft und so weiter zunächst mal gar nichts zu tun. Und auf der anderen Seite, das ist die Technik, mit der die Intelligenz, hier die Führende an den Universitäten, mit der Macht ins Reine kommt.
Das ist die Technik, die es Ihnen gestattet, mit Ihrer Meinung tatsächlich auch mit dem Bundeskanzler reden zu können, wenn es mal ist, oder mit einem Minister. Das ist die Möglichkeit, ja, sich enthaltsam zu geben in Sachen Frage nach den Zwecken, Prinzipien der Politik, Prüfung deren Anliegen, Vergleichen von deren Anliegen mit den eigenen. Die höhere Intelligenz drückt sich aber nicht nur durch ihre Tour, Wissenschaft zu machen, vor der Konfrontation. Sie ist ja schließlich gegen die Konfrontation. Und das tut sie so, indem sie prinzipiell die Bescheidenheit des Geistes ins rechte Licht drückt, prinzipiell in diesem ewigen Methodenwiederholungs-Einführungszeug für junge Studenten, ewig in den Vorwörtern und Nachwörtern zu ihren Büchern und in den Argumenten, indem sie die Probleme des Staates, der Gesellschaft zu ihrem theoretischen Anliegen macht, indem sie, weil ja alles begreiflich sowieso nicht ist, sondern nur als Problem gesehen werden kann, drückt sie noch ihr Sorgerecht für die ganze Chose aus, statt sie zu erklären. Nimmt sie also keinen objektiven Stand zu der verhandelten Sache von Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und so fort ein, sondern begibt sich selber auf die subjektive Suche nach Lösungen in einem Bereich, von dem sie noch nicht einmal erklärt hat, was seine Aufgaben sind. Beispiele sind ganz einfach. Wie löst man das Problem der Über-Unterbevölkerung? Das Problem der Arbeitslosigkeit? Das Problem des Terrorismus? Das Problem der überfüllten Hörsäle und so weiter? Alle Staatsprobleme. Die Fragerei ist deswegen so übel in einem sozialwissenschaftlichen Seminar, weil vom Problem der Sache nach hinten und vorn keine Rede sein dürfte, weil in einer objektiven Stellung zur Sache einfach die Begutachtung, die Beurteilung, nicht die wertmäßige oder sonst wie Beurteilung, die Beurteilung stehen müsste, worum geht es denn beim Militär, bei der Hochschule, beim Kinderkriegen, staatlich nachgezählt, statistisch erfasst, Bevölkerungswachstum, beim Wirtschaftswachstum. Genau ohne solch eine Erklärung, Argument, weil sie ja nicht möglich ist, wäre ja Wahrheitsanspruch, ohne solch eine Erklärung Wissenschaft zu treiben, heißt auf den pluralistischen, relativistischen Dampfer zu steigen und sich zu fragen, was wir bestenfalls können, ist uns theoretisch der Sorge um die schon vorhandenen Nöte des Staates, der wesentlichen Agenturen, der Bürger und so weiter anzunehmen. Quasi genau so zu denken, bloß alles noch ein bisschen komplizierter und mit Hilfe lateinischer Wörter auszudrücken, wie jeder praktisch sich zu seinen Aufgaben zu stellen gezwungen ist. Insofern ist die Wissenschaft gerade an dem Punkt, wo sie immer zu ihrer Leier, sei tolerant, relativiere dich selbst. Behaupte nicht, du könntest einen anderen kritisieren, damit die Meinung vom Tisch bringen und deine drauf. Deine als gültiges Wissen kodifizieren. Behaupte das nicht, in dieser Aufforderung ist gerade diese Wissenschaft völlig politisiert. Worauf sie sich etwas zugute hält, ist höchstens noch, dass es über das Toleranzgebot hinaus noch nicht wieder so ein Gebot gibt wie denke völkisch. Also, dass der Ansatz vorgeschrieben wird, das kann man wirklich nicht behaupten in der modernen Wissenschaft. Dafür gibt es aber unter den Rittern des Pluralismus alles tolerante Leute, inzwischen welche, die von sich aus völkisch zu denken anfangen. Die von sich aus ewig Deutschland, Deutschland denken, deutsche Geschichte, deutsche Tradition, deutsche Zukunft, Deutschland, deutsches Militär und so weiter. Die also national denken und quasi national als Ansatz erfunden haben, ohne dass sie überhaupt irgendein Diktator dazu gezwungen hätte. Ich fasse zusammen, es sollte ein Rundschlag sein, ein Überblick über, was man in Sachen Toleranz eigentlich zu denken hätte. Was da überhaupt dem Gebot zur Toleranz, der Liebe zur Toleranz zu entnehmen ist. Erstens, praktisch geübt wird sie nicht übermäßig. Die Ausnahmen habe ich erzählt. In der Wissenschaft
wo die Idee wahrgemacht wird, wo es dann aber deswegen zu den Ausgrenzungen führt, die der Toleranzgedanke gebietet. Zweitens, theoretisch ist der Toleranzgedanke eine Konstruktion. Eine Konstruktion, welche offensiv jeden Gedanken den Status einer Meinung zuschreibt. Den Status einer bloßen Meinung zuschreibt, um auf seine Anerkennung zu pochen, wenn es die eigene Meinung ist. Also, das ist ja eine bloße Meinung, oder das ist meine Meinung, dann sagt man, psychologisch gesehen, kannst du ruhig anhören, es ist ja bloß meine Meinung. Andererseits, die Konstruktion führt offensiv auch vor, dass man auf die Ablehnung anderer Meinung ein unbedingtes Recht hat. Es ist ja bloß deine Meinung. Heißt eben auch, man will gerade nicht zuhören. Man will nicht sehen, ob vielleicht in den Argumenten des anderen etwas steckt, was einen zu neuen Taten beflügelt oder erstmal neuen Gedanken. Nein, es ist eine offensive Vernichtung jedes vernünftigen Miteinanderredens, wobei etwas herauskommen könnte. Die Praxis drittens der Toleranz besteht höchstens in der schöpferischen Anwendung dieses Konstrukts. Meinungen haben eben keinen Anspruch auf Gültigkeit, schon gleich gar nicht wegen ihres Gehalts. Denn die ganze Theorie der Toleranz kommt ja ohne einen inhaltlichen Streit mit irgendwem daher. Sie behauptet sich ja selbst nur als eine theoretische Konstruktion über den rechten Umgang von denkenden Individuen miteinander. Zum Interesse, zum Leitfaden des Handelns, in der Praxis der Toleranz, werden sie nur, wenn sie sich auf Gewalt stützen, wenn sie, höflich ausgedrückt, mehr auf ihrer Seite haben als den Gehalt oder ihr Wesen, Meinung zu sein. Das heißt aber auch schon alles. Wer wirklich meint, er müsste sich den Meinungspluralismus als die schönste Verkehrsform anbequemen, müsste etwas von ihr halten. Dem ist hier zu raten, das meine ich bitter ernst, dann soll er künftig sein ganzes Leben lang die Schnauze halten. Wer sich dem anerkennt, anerkennt die Meinung des Stärkeren. Man kann nicht sagen, alle Meinungen sind gleich nichtig. Erstens ist das eigentlich der Übergang, stumm zu werden und in die Einsiedelei. Ich sage da nochmal eine psychologische Fußnote zum Einstieg. Wer meint, er müsste mit anderen Leuten reden, in der Cafeteria oder sonst was, der soll das tun, aber bitte mit wirklichem Respekt vor der Meinung des anderen. Und wenn der andere Blödsinn redet, dann soll man ihm das sagen. Es sei denn, es ist angezeigt, man lässt es einfach. Aber dann soll man nicht reden. Genau umgekehrt versteht die pluralistische Front das, was Respekt von anderer Meinung bedeutet. Man soll sie lassen. Man soll seine eigene behalten, die andere lassen. Der gewöhnliche Effekt, aus dem ich hier meinen Schluss auf Gewalt ziehe, ist der, dass dann alle Meinungen so bleiben, wie sie sich die Leute schnitzen. Und worauf es wirklich ankommt, wonach sich wirklich gerichtet wird, die Meinung, das Wissen oder das, die Vorstellungen, nach denen die Welt eingerichtet wird, Staat, Gesellschaft und sonst was, wie man das heißt, die Meinungen zeichnen sich durch etwas ganz anderes aus, als durch ihre Vernünftigkeit, nämlich durch den Zusatz, der ihnen aus Gewalt erwächst. Viertens, beide Abteilungen vereinigen sich zu einer Methode des gesellschaftlichen Verkehrs, die von dessen Eigentümlichkeiten nichts wissen will. Das ist vielleicht jetzt kompliziert. Immer über den rechten Umgang miteinander zu rechten, zu streiten, vielleicht dann 10 Minuten. Noch. Lass halt auch einmal die Frau was sagen. All diese Dinge, ich meine bis in die Politik, in die Fernsehdiskussion hinein. Was da sich alles für Sachen breit machen. Wissenschaftlerkongresse. Wer kriegt ein Referat? Wer darf alles? Die Methode des gesellschaftlichen Verkehrs, immer um das Wie des Verkehrens miteinander zu reden. Was darf wer? Wo gehört sich was? Wann hat wer welches Recht? Das ist die absurde Fortsetzung
Von beiden, von Theorie und Praxis der Toleranzüberlegung. Diese Methode beruht auf der zielstrebigen Verwechslung von Meinung, Interesse und Gewalt. Zurück aufs Referat, auf den Hauptteil. Diese Verwechslung habe ich noch nicht angesprochen. Ich habe sie nur anklingen lassen. Wenn einer in der Diskussion plötzlich den Abgang macht aus dem Gegenstand des Streits und sagt, Sie sind ja einer, der pocht auf Wahrheit, dann sind Sie aber auch einer, der eine Diktatur befürwortet oder heraufbeschwört, dann hat er nicht mehr das Unterscheidungsvermögen zwischen einer Behauptung über eine Sache, einem Interesse, etwas zu ändern auf der Welt, und dem Gewaltvorwurf. Mitten im Streit kommt der Verdacht, der andere wäre ein Gewalttäter auf. Übrigens auch sehr kontrafaktisch. Also es ist nicht abzusehen, dass einer von uns, sei es er kritisiert im Studium mal ein Seminar oder sowas, gleich Feuerwerkskörper dabei hat. Es weiß auch ein jeder, dass der Verdacht überhaupt sich durch nichts belegen lässt, außer eben durch das theoretische Kunststück des Toleranzgedankens. Einer, der auf Wahrheit dringt, will sie womöglich durchsetzen und das heißt Gewalt. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wer nicht auf Wahrheit dringt, fügt sich allemal schon in seinen Gedanken, schon in seinen zu bloßen eigenen Meinungen herabgesetzten Vorstellungen der Gewalt, die es gibt, ihren Sorgen, ihren Problemen. Die Gewalt wird dann in nur einer Gestalt anerkannt, in der sie gerade gibt. Und ihr wird dann auch noch der unglaubliche Dank abgestattet, dass sie das Meinen ermöglicht. Die Argumente für das Diktat der Toleranz sind in einer Hinsicht bis vielleicht zum Schluss ziemlich seltsam. Sie wollen selbst nicht so behandelt werden, wie sie es empfehlen beim Umgang mit Meinungen. Keiner, der für Toleranz plädiert, will zulassen, dass man sagt, naja, das ist deine Meinung, leck mich am Arsch damit. In dieser Methodenfrage des Meinens und sich Betragens in der Sphäre des Geistes und der gesellschaftlichen Praxis, da werden die Burschen ernst. Da dringen sie auf Überzeugung. Genau das tun sie, wenn sie prinzipiell werden, was sie sonst gar nicht anempfehlen. Psychologisch gesehen führen sie einen Beweis dafür, dass dieses, ich respektiere deine Meinung, obwohl sie meiner vollkommen entgegengesetzt ist. Also da kommt einer daher, berichtet putzmunter, dass er dafür wäre, dass jeder Ladendieb geköpft wird. Und dann soll ich sagen, nach dem Gebot der Toleranz, in Ordnung Mann, ich bin zwar nicht fürs Köpfen, ich meine, dann müssten wir noch ein Pfund Fleisch gratis mitgeben, aber wir haben halt zwei verschiedene Meinungen, also du deine, ich meine, lassen wir das. So tut die Toleranztheorie, als müsste man in so einem Fall Respekt und Verachtung unter einen Hut bringen. Immer wenn Meinungen zur Debatte stehen, verachte deinen Gegenüber, aber respektiere ihn als den Verachteten. Es ist die psychologische, zwischenmenschliche Seite, die so unverfroren in den Debatten über Toleranz immerzu daherkommt. Der nächste Schritt von der Bescheidenheit in Sachen Respekt und Verachtung, der nächste Schritt der Toleranztheorie ist der drohende, mehr oder minder drohende Hinweis auf praktische Folgen, totalitär Gewaltanwendung ist fällig. Und unterschiedslos plädieren alle Befürworter der Toleranz für einen völlig unbewiesenen Irrationalismus. Unbewiesen deswegen, weil sich dafür, dass sich irgendein Stück Wissen über irgendeine Sache nicht beweisen lässt, sodass also kein Wissen zustande kommt, sich das dann endgültig auch nicht beweisen lässt. Das Komische aber ist, dass diese Leute, die mit Skepsis auf ihre Mitmenschen losgehen, die aus Skepsis ein Argument machen wollen, ein Widerspruch in sich, die mit Skepsis auf Überzeugung dringen, und zwar auf die Überzeugung, dass man mit sonst nichts auf Überzeugung dringen kann, dass diese Leute ein einziges Plädoyer für den Irrationalismus
und für die Bescheidenheit des Menschen führen. Praktisch, zu allerletzt, sind sie allerdings nicht so bescheiden. Sehr frech sind sie.